Wir verlassen damit den Tagesordnungspunkt 16. Der nächste zu behandelnde Tagesordnungspunkt ist 20, Sofortprogramm zur Entschärfung der gefährlichsten Stellen für Radfahrende. Ein Fraktionsantrag Bündnis 90 Die Grünen. Wer bringt ihn ein? Frau Kaspari, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Radverkehr in Dresden nimmt zu. Das wissen wir, glaube ich, alle. 22% der Dresdnerinnen nutzen ihr Fahrrad im Alltag täglich. Das steht im Statistikportal der Stadt Dresden. Aber die RadfahrerInnen leben besonders gefährlich in Dresden. Das hat sogar der ADAC festgestellt. Er hat nämlich letztes Jahr die Bedingungen für den Radverkehr in einigen Städten in Dresden untersucht und 10 vergleichbare Großstädte hat er abgeglichen und gesehen, Dresden ist zufällig auf dem allerletzten Platz in Bezug auf die Unfallgefahren im Radverkehr. Und was der ADAC empfohlen hat, sind Unfallanalysen speziell für den Radverkehr. Unfallanalysen haben wir natürlich schon längst in Dresden, aber sie werden nicht veröffentlicht. Rad- und Fußverkehr werden nicht ausreichend berücksichtigt. Radunfälle, an denen nur RadfahrerInnen oder Fußgänger beteiligt sind, werden praktisch nicht berücksichtigt. Sind Sie schon einmal mit dem Rad in eine Gleisschiene gefahren? Das ist ganz schön unangenehm und meistens hat man eine größere Verletzung. Und das passiert immer mehr Radfahrenden in Dresden, aber es ist kein Auto beteiligt und damit werden die Unfälle häufig nicht erfasst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das wollen wir mit diesem Antrag ändern. Wir Grünen wollen mehr Sicherheit im Radverkehr. Wir wollen, dass die Gefahrenstellen rechtzeitig erkannt werden. Wir wollen, dass Maßnahmen beschrieben werden und umgesetzt, passgenau. Und wir wollen, dass damit eine gute Basis für die Verkehrsplanung entsteht. Mit dem Antrag schlagen wir vor, genau das umzusetzen, was im Radverkehrskonzept bereits vorgeschlagen ist. Die Verwaltung soll mit der Landesdirektion der Polizei in Dresden zusammenarbeiten und gemeinsam sollen sie Unfälle mit Beteiligung von Radfahrenden analysieren. Dann sollen die Analysen und die Unfallhäufungsstellen veröffentlicht werden. Zusätzlich soll das Ergebnis in einen Verkehrssicherheitsbericht einfließen und der soll alle 2 Jahre veröffentlicht werden. Was bekommen wir damit in der Stadt? Wir bekommen eine intensivere Untersuchung der Unfallursachen und mehr Transparenz. Alle können dann die Unfallanalysen und die Unfallschwerpunkte einsehen. Verkehrsplanungen werden für Radfahrende sicherer. Die TU Dresden, unsere Uni, kann die wissenschaftlich begleiten und unterstützen, ein Vorteil für die Radfahrenden in Dresden. Und über den Verkehrssicherheitsbericht werden die BürgerInnen besser erfahren, wo es sicher ist, wo die Sicherheit im Radverkehr verbessert worden ist. Für mehr Sicherheit im Radverkehr bitte ich Sie um Ihre Zustimmung zu dem Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kaspari, in der Fraktionsrunde beginnt die AfD. Herr Laczynski, bitte. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Wir hatten uns ja gestern bereits an anderer Stelle über das Thema Sicherheit für Radfahrer unterhalten. Das Anliegen, was bei diesem Antrag hier beschrieben ist, ist vollkommen richtig und auch gut. Letztendlich die ursprünglich konkreten Maßnahmen der Grünen waren es nicht. Es ist grundsätzlich lobenswert, wenn man genügend Selbstreflexion besitzt, um auch schon vor der ersten Lesung seinen eigenen Antrag nochmal zu hinterfragen und selbst zu ersetzen. Verbessert hat es allerdings dabei nicht wirklich etwas.
So forderte man unter anderem den Neubau von Querungshilfen auf der Stauffenbergallee, einer Straße, die sich gerade in den letzten Zügen der Planfeststellung befindet. Man wollte also neue Verkehrsinseln auf maroden Straßen bauen, um diese dann wenige Jahre später wieder abreißen zu können. Eine weitere Schnapsidee war es, den städtischen Winterdienst auf sämtliche Anliegerbereiche auszuweiten. Getragen werden sollten diese immensen Mehrkosten durch eine deutliche Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren. Als Vorbild hat man hier Chemnitz ins Feld geführt. Übersehen haben die Grünen dabei, dass sich die Straßenreinigungsgebühr als Bestandteil der Betriebskosten auf die Mieter umlegt. Bedeutet, man hätte alle Mieter in den Anliegergebieten mehr belastet, nur damit einige Grüne auch im Winter zum Biomarkt mit dem Fahrrad fahren können. Für die Grünen scheint es selbstverständlich zu sein, dass alle Dresdner Bürger zur Kasse gebeten werden müssen, nur damit einige wenige mit dem Fahrrad fahren. Deshalb haben wir diesen Antrag in einer gemeinsamen Arbeit im Bauausschuss zurechtgerückt und vollständig ersetzt. Alle Undienlichkeiten haben wir beseitigt. Er beinhaltet jetzt die Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Dresden und die Schaffung eines geeigneten Formates für einen Überblick über das Verkehrsunfallgeschehen in Dresden sowie die Erarbeitung eines jährlichen Verkehrssicherheitsberichtes. Das ist deshalb erforderlich, weil selbst wir als Stadträte derzeit keine Möglichkeit haben, uns durch Anfragen an den Oberbürgermeister über das Verkehrsunfallgeschehen an bestimmten Punkten zu informieren. Die Antwort, die man als Stadtrat bekommt, lautet hierbei regelmäßig: Zu allgemeinen Unfallzahlen werden in der Landeshauptstadt keine Statistiken geführt. Daher können keine konkreten Zahlen zu Unfällen benannt werden. Mit dem Beschluss zu diesem Antrag wird sich diese Situation dann hoffentlich bald ändern. Den Stadträten, insbesondere den Verkehrspolitikern, wird es so hoffentlich zukünftig ermöglicht, ihre Arbeit besser machen zu können. Insofern bedanke ich mich im Namen der AfD-Vertreter aus dem Bauausschuss für die gute Zusammenarbeit und freue mich heute, diesen Beschluss auf den Weg bringen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Fraktion Die Linke, SPD, FDP, Freie Wähler. Herr Nitsche, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben auf der Tagesordnung dieser Doppelsitzung wieder zahlreiche Anträge, die sich mit, ordentlich heißt es sowohl Radfahrenden, beschäftigen. Ich würde jetzt im weiteren Verlauf von Radfahrern sprechen und meine damit alle Radfahrenden. Ich glaube, wir sind alle gemeinsam der Meinung, dass das wichtig ist, dass wir bei Radfahrern für mehr Sicherheit sorgen. Radfahrer sind sehr häufig von Unfällen betroffen. Sehr häufig sind sie selber Ursache für die Zusammenstöße. Sehr häufig sind Autos daran beteiligt. Sehr häufig sind Fußgänger daran beteiligt. Es ist im Regelfall so, dass immer der Schwächere, der Verkehrsteilnehmer, derjenige ist, der den größeren Schaden davon trägt. Das wollen wir nicht. Deswegen, und das ist wichtig, schauen wir uns an, und dafür danke ich den Grünen für diese Initiative, was wären die wichtigsten Punkte, um die gefährlichsten Stellen für Radfahrende zu entschärfen. Wir haben, mein Vorredner hat es schon gesagt, einen relativ guten Antrag jetzt draus gemacht, der aus dem Bauausschuss mit einer Beschlussempfehlung von 15 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen und einer Enthaltung hier vorliegt. Und wir werden diesem Antrag zustimmen, weil wir es für immens wichtig halten, dass wir uns die unsicheren Stellen im Radverkehrskonzept und im Radverkehr in Dresden anschauen. Das Radverkehrskonzept der Landeshauptstadt Dresden ist aus dem Jahr 2017. Es beruht auf Planungen aus dem Jahr 2013 und der Zeit danach. Und wir haben unheimlich viele Anträge, die sich mit Radverkehr beschäftigen, die einfach ihre Ursache darin haben, dass sich in Dresden in den letzten Jahren viel verändert hat, vor allen Dingen, was das Radfahren betrifft. Es haben sich Gewohnheiten verändert, es sind mehr Fahrradfahrer jetzt unterwegs, wir haben es gerade schon gehört. Die Einwohnerzahlen haben sich verändert und es haben sich auch Wegebeziehungen verändert. All dem muss man gerecht werden. Und damit man dem konsequent gerecht werden muss und nicht nur, oder konsequent gerecht werden kann und nicht nur in Flickschusterei von dem einen Radweg zu dem anderen Schutzstreifen hin und her wechselt, haben wir einen Antrag eingebracht, der heute nicht Teil der Debatte ist, einen Antrag eingebracht, der sich damit beschäftigt, das Radverkehrskonzept zu evaluieren. Und ich fordere Sie alle auf, ich wünsche es mir auch,
den Radfahrern zuliebe, sich daran zu beteiligen, das Radverkehrskonzept zu evaluieren, gegebenenfalls vorzuschreiben, den einen oder anderen Punkt kritisch zu hinterleuchten und auch festzustellen, wo man in Zukunft neue Prioritäten setzt. Denn es gibt im Radverkehrskonzept eine konsequente Prioritätenliste, die so heißt, weil sie Prioritäten setzt. Eine Prioritätenliste, die aber von der Verwaltung aktuell nicht bedacht wird, wo halt eben Sachen, die Vorhaben, die eine Priorität haben, die weiter hinten steht, vorgezogen werden, Vorhaben, die von der Priorität her weiter vorn sind. Wir glauben, dass das, was besonders wichtig ist und was eine hohe Priorität hat, auch das zuerst Realisierte sein sollte. Wir stimmen heute zu, weil wir gern Fahrrad fahren, in unterschiedlicher Menge, würde ich mal sagen, bei uns in der Fraktion, aber trotzdem alle gern und weil wir alle sicher unsere Radwege nutzen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Nitsche. Für die CDU-Fraktion, Herr Böhm, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin schon einigermaßen erstaunt über das viele Lob, was dieser eigentlich schrottische Antrag gekriegt hat. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, dieser Antrag ist mal gestartet als Reaktion auf einen tödlichen Unfall, wo der Kollege Lichti, ich glaube Ende 2019, wirklich ein Sofortprogramm machen wollte. Das war zwar nicht sehr untersetzt und nicht sehr spezifiziert und an der Stelle auch schwach, aber er wollte tatsächlich was tun. Dann hat man sich dieses Antrages angenommen und hat daraus ein Sammelsurium gemacht. Irgendeiner hat schon gesagt, bis zum Winterdienst und sonst was. Man hat das auch versucht, unter dem Thema Sofortprogramm zur Entschärfung der gefährlichsten Stellen zu verkaufen. Als das dann auch irgendwie weder in der Verwaltung noch im Ausschuss so ansatzweise Zustimmung fand, ist das Ganze nun ein lahmer Tiger geworden und ist ein reiner Berichtsauftrag. Ein netter Antrag, dem wir natürlich auch zustimmen werden. Es soll berichtet werden und. Aber Leute, mit dem Titel Sofortprogramm zur Entschärfung der gefährlichsten Stellen für Radfahrende oder RadfahrInnen oder wer immer das sonst sein soll, hat das alles nichts mehr zu tun. Sorry. Aber wenn wir jetzt bei dem Thema, schon so sind, hat uns aus der Bürgerschaft noch eine Bitte erreicht und ich glaube, die passt ganz gut zu diesem Thema. Und deswegen möchten wir gerne einen Punkt 4 noch dranhängen, weil wenn wir schon bei Berichten sind und bei Informationen über Unfallstellen und, was wichtig ist, nur verstehen Sie, dass mein Sarkasmus was wenig mit dem Titel zu tun hat. Wir möchten konkret, dass beschlossen werden soll, dass der Unfallatlas des Statistischen Bundesamtes in den Themenstadtplan der Landeshauptstadt eingebunden werden soll und entsprechende Rohdaten, Kalender ja einzeln im Open-Data-Portal der Landeshauptstadt zur Verfügung gestellt werden. Und da freuen sich dann auch die Piraten, wenn ich das Wort Open-Data noch einbaue. Denn es ist ja naheliegend, dass über Unfall- und Gefährdungsstellen nicht nur der Stadtrat informiert werden sollte, sondern natürlich auch jeder Bürger selbst, sich über Unfallhäufigkeitsstellen seine Gedanken machen kann und möglicherweise dann diese Stellen meiden oder anderweitig nutzen kann. Ich würde Sie bitten, diesem Punkt 4 zuzustimmen, dass wir diesen Unfallatlas mit reinnehmen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen habe ich nicht auf der Liste. Frau Kasparin, Schlusswort oder können wir in die Abstimmung gehen? Ich sehe dazu nichts weiteres. Dann würden wir zunächst den Ergänzungsantrag von gut, einmal kurz, Herr Kühn. Nochmal sachdienlicher Hinweis. Wir, die Daten vom Statistischen Bundesamt haben nicht die Qualität, dass man das sozusagen in den Themenstadtplan einarbeiten kann. Unser Ansprechpartner, insbesondere für die Daten für die Unfallstatistik, Unfallhäufungsstellen, ist die Polizei. Mit denen müssten wir darüber reden, ob die uns die Daten so zur Verfügung stellen, dass man sie beispielsweise in den Themenstadtplan einpflegen kann. Das wollte ich an der Stelle nochmal sagen.
weil das Statistische Bundesamt natürlich stadtweit Daten aufbereitet nach Gemeinden und Landkreisen, aber sozusagen jetzt nicht in der Tiefe, wie Sie sich das wünschen, dass es im Themenstadtplan auftaucht. Ansonsten kann ich nochmal sagen, dass der Ausgangspunkt für den Antrag war ja der tödliche Unfall Stauffenberger Allee Ecke Rudolf-Lehnert-Straße. Mit Ferienbeginn wird dort der Knoten verkehrssicher umgebaut mit einer entsprechenden Lichtsignalanlage. Das wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Also die diese schwere Unfallhäufungsstelle wird dann beseitigt. Gut, dann kommen wir zunächst zur Abstimmung über den Ergänzungsantrag von Herrn Böhm auf Aufnahme eines Punktes 4 zur Einbindung des Unfallatlases, wie von ihm eben vorgetragen. Da ich die Nebengespräche da unten nicht wahrnehme, kann ich da nichts zu sagen. Also. Ich würde schon sagen, dass wir den Antrag nehmen, so wie er ist. Im Themenstadtplan haben wir alle möglichen Sachen drin und die Verwaltung möge sich doch bitte befleißigen, einen Weg zu finden, wie man dieses wichtige Thema und diese wichtigen Daten in den Themenstadtplan reinbringt. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass der Bürger sich darüber informieren kann. Das bedeutet jetzt aber in Umsetzung des normalen Wortbeitrages, dass der Antrag zurückgezogen wird. Nein, so wie er steht, die Verwaltung soll sich bemühen, dass dieser Antrag umgesetzt wird, selbstverständlich. Es ist da. Man muss auf Formalien nicht rumreiten, aber im Abstimmungsverfahren, wie es auch protokolliert wird, muss es schon ein wenig seine Ordnung haben. Also, wir haben einen Bericht des federführenden Ausschusses, der 3 Punkte unterhält. Ja. Das ist die ursprüngliche Grundlage. Dann gab es den Änderungsantrag auf Richtig. Ergänzung eines Punktes 4. Richtig. Und als ich diesen gerade abstimmen wollte, wurde das Signal durch Zwiegespräche hier signalisiert, nein. Wir bleiben dabei, diesen Punkt zur Abstimmung zu stellen. Gut. Herr Schulter, Dr. Schulte-Wissermann, wir sind schon ins Abstimmungsverfahren eingetreten. Ich würde sehr herzlich bitten, Kommunikation zwischen Stadträten nicht in der laufenden Sitzung zu machen, weil es ist ein ordnungsgemäßer Änderungs- und Ergänzungsantrag gestellt. Und wenn wir ins Abstimmungsverfahren eintreten, stimmen wir die Sachen ab. Was in dem Abstimmungsverfahren dann lediglich stattfindet, sind Anträge zur Geschäftsordnung bzw. unmittelbar auf Ablehnung oder Zustimmung reagierende sonstige Anträge. Also, der Ergänzungsantrag zur Aufnahme eines Punktes 4 zum federführenden Ausschussbericht von Herrn Böhm ist gestellt. Wer diesem zustimmt, bitte ich Sie um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist bei 64 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung so besteht. Eine Enthaltung. Dann darf ich den so ergänzten Bericht des federführenden Ausschusses zur Schlussabstimmung stellen und bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist wiederum bei 64 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung so bestätigt. Vielen Dank. Wir haben damit den